Kommen wir nun zu dem zweiten Handy. Hierbei handelt es sich ebenfalls um ein Handy der Firma HTC, auch wiederum ein Android-Handy, auch aus der Desire-Serie, aber diesmal nennt sich das Handy HTC Desire Z. Und die Besonderheit, vielleicht springen wir hier mal ganz einfach auf die nächste Seite, ist, und das ist bei vielen eigentlich so ein wenig untergegangen in der Werbung, ist, dass es sich hierbei streng genommen um den Nachfolger des ersten Android-Handys handelt, das damals in Deutschland rausgekommen ist. Seinerzeit ja bei T-Mobile, das war das G1, also das Google 1, wenn man so will. Und ihr seht nochmal hier auf dieser Seite, dass in Amerika T-Mobile dieses Handy auch ganz bewusst G2 wieder nennt. In Deutschland ist das, glaube ich, nicht so. In Deutschland wird das Ganze eben unter dem Namen HTC Desire Z verkauft. Ja, kommen wir mal zu diesem Handy. Es ist im Grunde genommen aus meiner Sicht ein Desire, so wie wir es jetzt auch schon hatten, aber eben mit der Besonderheit, dass ihr hier nochmal diese ausziehbare, echte Tastatur habt. Und das macht das Ganze natürlich interessant für Leute, die sich vielleicht viel in diesen sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Twitter, bewegen. Denn durch diese Tastatur könnt ihr natürlich wunderbar schnell schreiben. Und wenn man von den Tastaturen spricht, dann muss man ja insgesamt sagen, dass es grundsätzlich eigentlich zwei Lager bei den Smartphones-Fans gibt. Die einen sagen, nein, ein Touchscreen reicht mir voll und ganz, ich will überhaupt keine Tastatur haben. Im Gegenteil, die Tastatur brauche ich nicht, sie stört mich sogar. Ich will ein Handy aus einem Guss haben und für diese Leute ist dieses Handy natürlich überhaupt nichts. Wenn ihr aber Fans von diesen Querztastaturen seid, beziehungsweise von diesen richtigen ausziehbaren Tastaturen, die ja dann immer so ein wenig den Eindruck einer kleinen Schreibmaschine erwecken, dann könnte dieses Handy für euch natürlich super interessant sein. Denn wie gesagt, es handelt sich um das Desire mit Ausziehfunktion und HTC nennt dieses Handy HTC Desire Z. Schauen wir uns auch da nochmal vielleicht kurz die Daten an. Ihr seht schon, dass der Prozessor etwas schlechter ist als bei dem HTC HD. Es handelt sich nur um einen 800 MHz Prozessor. Aber ich habe bereits Videos von dem Handy gesehen, wo die Geschwindigkeit getestet wird. Und man kann im normalen täglichen Gebrauch eigentlich keinen wirklichen Geschwindigkeitsunterschied zu dem HTC Desire HD feststellen mit dem 1 GHz Prozessor. Wenn man natürlich Programme laufen lässt, und die gibt es ja im Android Market, wo man eben die Geschwindigkeit professionell testen kann, dann ergibt sich natürlich schon ein Unterschied, wenn zum Beispiel 3D-Frames berechnet werden. Dann spielt natürlich der Prozessor, den man hier eben nur mit 800 MHz hat, beim HTC HD seine Stärke aus. Betriebssystem ist aber gleich. Auch hier habt ihr das aktuelle Android 2.2 Froyo drauf. Und auch hier habt ihr die neue HTC COM-Variante drauf, die ja zum Beispiel auch dazu führt, dass ihr euer Handy auch wunderbar komfortabel von zu Hause über eine Internetseite, wo ihr euch anmelden müsst, verwalten könnt. Ihr könnt da zum Beispiel, wenn das Handy gestohlen wird, die Inhalte löschen. Ihr könnt aber auch zum Beispiel euer Handy orten. Aber darum soll es heute ja auch gar nicht gehen. Ja, die Sensoren sind auch alle dabei. Internet ist dabei, Bluetooth ist dabei, alles ganz normal. Da braucht man gar nicht drauf eingehen. Im Wesentlichen vielleicht müsste man auch sagen, dass dieser Bildschirm eben nicht ganz so groß ist wie der von dem HTC HD. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, habt ihr hier auch die gleiche Auflösung wie beim HTC Desire, nämlich die 3,7 Zoll Auflösung und in Zentimeter wären das 9,4 Zentimeter. Und auch die Auflösung ist gleich zum HTC Desire HD, nämlich auch hier 480x800 Pixel WVGA Auflösung. Ja, Freunde, das soll es zu diesem Handy gewesen sein. Auch, wie ich finde, eine sehr, sehr interessante Alternative, wenn man eben vorhat, sich in nächster Zeit ein Android-Smartphone zu kaufen. Die schöne Nachricht ist, auch dieses Handy ist ein wenig günstiger als das Desire HD. Ich glaube, das kostet so ungefähr 30, 40 oder vielleicht auch 50 Euro weniger als dieses große Smartphone. Ja, das hatte ich euch gerade schon kurz gezeigt. In Amerika, wie gesagt, wird das Ganze eben unter einem anderen Namen von T-Mobile vermarktet.
Vielleicht noch eine Besonderheit. In Amerika habt ihr bei der T-Mobile-Variante auch nicht die HTC Sense-Oberfläche drauf, sondern T-Mobile hat das, wie das ja bei Android-Handys oft so ist, als Provider da eine eigene Oberfläche draufgelegt. Und diese coolen HTC Sense-Effekte hat man hier eigentlich gar nicht. So, und nun kommen wir schließlich zu dem letzten, also zu dem vierten Handy, das ich euch ganz gerne vorstellen wollte. Hier habe ich euch mal einen kleinen Artikel rausgesucht aus Ship Online. Und zwar handelt es sich hierbei um ein Handy, um ein Android-Smartphone, was es eigentlich noch gar nicht gibt. Nämlich um das Motorola Droid Terminator. So wird es zumindest in den Kreisen genannt, die sich mit solchen Gerüchten oder mit solchen Spekulationen beschäftigen. Und warum zeige ich euch dieses Handy? Ich zeige euch dieses Handy bzw. diese Gerüchte, weil es ja in den Senf-Videos auch so ein bisschen darum gehen soll, dass ihr eure Meinung sagt. Und das ist natürlich immer auch eine Alternative, wenn man sich für ein Android-Handy entscheidet oder wenn man vorhat, eins zu kaufen, dass man eben vielleicht noch ein wenig wartet, weil nämlich ganz, ganz neue Entwicklungen auf dem Markt sich in Kürze, ich denke mal Anfang bzw. später Mitte 2011 ergeben werden. Wir stehen nämlich vor dem ganz, ganz großen neuen Release von Android, nämlich von Android 3.0. Und natürlich wird es auch zu diesem Release ganz, ganz neue Handys geben. Und das Besondere von Android 3.0 bzw. eines der Highlights wird sicherlich die ganz, ganz neue große Auflösung sein, die dieses Betriebssystem unterstützen wird. Und natürlich wird es auch von zum Beispiel Motorola neue Handys dazu geben. Und wenn man sich das hier mal anschaut, also wenn die Gerüchte stimmen, dann wird dieses Motorola Droid Terminator Handy einen Tega 2-Core-Prozessor haben und es wird einen sehr großen internen Speicher haben. Und da kann man sich natürlich vorstellen, diese Geschwindigkeit, die daraus entstehen wird, gepaart mit einer ganz, ganz neuen, hohen Auflösung, die vielleicht sogar noch höher ist als die Retina-Auflösung vom iPhone 4. Das könnte natürlich sein, dass das das absolute Knaller-Smartphone werden wird. Und ich denke mal, nicht nur Motorola hat solche Handys in der Pipeline, sondern zum Beispiel auch HTC und Samsung wird momentan fleißig entwickeln, um eben auf dieses große Release von Android 3.0 vorbereitet zu sein. Ja, und wie das immer bei den Senf-Videos ist, sagt einfach mal eure Meinung. Sagt, was ihr von dem HTC Desire HD haltet. Sagt, was ihr von dem Desire Z haltet. Und sagt vielleicht auch, ob ihr euch vorstellen könntet, nochmal ein paar Monate, vielleicht sogar ein halbes Jahr zu warten mit dem Kauf von einem Android-Smartphone. Denn schließlich kosten diese Teile 4, 5, teilweise 600 Euro. Und wenn dann solche neuen Entwicklungen kommen, vielleicht lohnt es sich dann wirklich zu warten. Sagt eure Meinung, schreibt Kommentare in das Video rein und schreibt auch vielleicht nochmal ein paar Kommentare zum Galaxy S rein, wenn euch das vielleicht am besten gefällt oder wenn ihr das kaufen möchtet. Ja, und wie immer am Ende eines Videos würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt und wenn ihr mir treu bleiben würdet. Und bis dahin sage ich wie immer, ciao Leute, beziehungsweise see you! Pretty money.